Schlag simuliert, der unter sein Kinn läuft. Deswegen muss der Schlag von unten nach oben durchgeführt werden. Ich bin in der Deckung und führe nun einen Uppercut aus, mit der, da wo das Bein hinten ist, also mit der Schlaghand. Wichtig ist dabei der Hüfteinsatz und dass dieser Schlag sehr eng durchgeführt wird. Ich bin somit relativ eng am Partner dran und schlage von unten nach oben. Dabei schaue ich in meine Handfläche hinein und führe die Hand sofort wieder in die Deckung. Denk dabei auch wieder an die richtige Ausführung der Faust. Wenn ich den Uppercut mit der Führhand durchführe, ist es wichtig, dass ihr leicht eindreht. Dadurch bekommt ihr die Hüftbewegung hinein und somit auch genügend Kraft in den Schlag. Wenn ihr nun zwei Uppercuts hintereinander durchführt, startet ihr mit der Schlaghand hinten und folgt mit der Führhand.